Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Slowanka. Weiter geht's mit Disco Elysium. Nach einem wundervollen Gespräch mit diesen beiden Punks. Oder sind es Punks? Ich bin ja. That ride is fucking lightning. Hey! Look who it is! Shrunken cop head material. Okay. Also, wir könnten nach wie vor Ihnen die Klamotten klauen, beziehungsweise danach fragen, wie das so schön heißt. Und ich habe sogar gesehen, wir könnten, wenn wir unsere Jacke anziehen, unsere Windjacke, kriegen wir noch einen Punkt Half-Life drauf. Und dann sollten wir hier bei 72%. Shrunken Cop Head Material. Also bei 72% würden wir liegen, um das zu schaffen. Ich lasse sie jetzt erst nochmal in Ruhe. Einfach weil das so ein bisschen Good Cop-mäßig ist jetzt gerade, denke ich mir, das sind zwei völlig ungefährliche Leute. Aber könnte gut sein, dass wir in einem gelangweilten Moment nochmal drauf zurückkommen. So, es ist ein neuer Tag. Ich frage jetzt hier nochmal rum. Ah, hier können wir nochmal nach dem Lady Driver fragen. Das scheinen wir noch nicht gemacht zu haben. Das können wir nicht nochmal machen. Und hier haben wir einen White Check nochmal über. Achso, nee, das haben wir aber, glaube ich, schon mal gemacht, oder? Vielleicht haben wir es aber nicht geschafft, ihn als Poeten. Achso, das können wir jetzt nicht machen. Wir müssen erst raus. Ihn als Poeten nochmal rausfordern, weil er so Gedichte aufgesagt hat. Da schauen wir nochmal, ob wir noch einen Punkt kriegen in. Was war es denn jetzt? Oh Gott, ey. Was war der Punkt, den wir brauchen? Moment. Konzeptualisierung, genau. Haben wir noch was, was wir anziehen können? Für das ist plus eins, die Lounge-Jacke. Machen wir das mal. Vielleicht finden wir noch was. Hier, das weiße Satin-Shirt gibt uns plus eins auf Konzeptionalisierung. Also wenn man sich einfach vor jeder Befragung umzieht, dann wird das Leben wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Vielleicht haben wir noch was. Ein Punkt noch dazu wäre doch nicht schlecht. Nee. 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 Jetzt gucke ich nochmal einmal, ob wir irgendwo was abgezogen kriegen. Abgezogen kriegen, meine ich. Obwohl, nee. Das sehen wir hier. Plus zwei haben wir da. Das sind die beiden von der weißen Jacke hier. Gut, dann machen wir doch mal hier die beiden Sachen. Wir fragen ihn auch nach der Frau, aber erstmal probieren wir jetzt mit 72% ihm einen unserer eigenen poetischen Verse an den Kopf zu knallen. Jawohl. Die Temperatur eines Spiegels ist immer null. Es ist das Eis in den Venen. Und seine Kamera ist ein X-Ray, also ein, wie heißt denn das jetzt wieder auf Deutsch? Na, beim Arzt, wie heißt denn das? Ja, komme ich jetzt nicht drauf. Das, wo man die Knochen sieht. Wow, sagt er und schaut uns an mit großer Aufmerksamkeit. Sonst noch was? It is a chalice held out to you in silent communion. Das übersetze ich, dies ist mir zu kompliziert. Das ist aber ganz schön gut, sagt er. Und geht nochmal durch die Wörter durch. Where gaspingly you partake of a shifting identity, never your own. Also so in etwa, wo du immer Teil hast an einer Identität, die sich dauernd ändert, aber niemals deine eigene wird. Dang. Er kann seine Reaktion gar nicht unterdrücken. Das ist ganz schön geil, was du da raushaust. Hast du dir das alles selbst ausgedacht? Keine Ahnung. Es könnte sein, dass ich tatsächlich ein Poet bin. Und dass ich es... Ach nee, ich glaube, das ist ein Poet, den es gibt und ich habe es auswendig gelernt. Ich bin nur ein Gefäß für die Muse. Oder ich glaube, das sind meine Worte, ja. Komm, das sind meine Worte. Wow.
Ganz schön A-Klasse. Ich habe dich, glaube ich, komplett missverstanden, völlig falsch eingeschätzt. Polizisten sind ja auch nicht so sehr bekannt für ihre künstlerische Sensibilitäten in diesen Tagen. Es ist gut, einen Freund, befreundeten Poeten zu finden. Jemanden, der einen echten Text wertschätzen kann. Weißt du, die anderen, die hier so rum, die es hier so gibt in der Stadt, die verstehen das alle nicht. Es macht es alles einfacher, oder? Wenn die Wörter schön sind. Ja, das müssen wir sagen. Ja, ich verstehe dich. Wenn sie wirklich Klick machen, dann erscheint die Welt auf einmal handelbar. Gut, dass wir hier auf der gleichen Seite stehen, sagt er und gibt uns einen Daumen nach oben. Unser Indian Empire sagt uns, ja, du hast jetzt eine gemeinsame Grundlage mit diesem Typen gefunden. Du hast ihn sogar beeindruckt. Aber denk mal an diese Worte, die du gerade ausgesprochen hast, wenn du das nächste Mal in den Spiegel guckst. Okay, dann ist vielleicht jetzt auch der beste Zeitpunkt, um ihn zu fragen, ob es da nicht noch eine Frau gab. Irgendwo hier bei den Truckdrivern. Kennen Sie diese Frau? Er dreht sich ein bisschen um, wird auf einmal unbehaglich. Und dann sagt er, ich will darüber nicht reden. Warum? Wissen Sie etwas? Was ist es? Ich will Sie nicht bedrängen, aber ich brauche Ihre Hilfe. Sie könnte in diese Drogengeschichten involviert sein, das frage ich mal. Mann, ich habe gehofft, es ist nicht sie, sagt er und beißt sich auf die Lippen. Alles, was ich sagen kann, ist, sie ist nicht mehr hier. Und sie ist keine teuflische Drogendealerin oder sowas. Und ich weiß auch nicht, wo sie ist. Ich habe sie gefragt, was sie über den Drogenhandel wissen und wer das Ganze organisiert. Sie haben gesagt, sie wissen es nicht und jetzt sagen sie, sie wissen es doch. Das fragen wir auf jeden Fall. Habe ich nicht, Mann. Ich habe es dir doch gesagt. Ich habe gehofft, es ist nicht sie, dass sie hier nicht drin involviert ist. Er hofft immer noch, sagt unsere Empathie. Aber das ist nur guter Glaube. Oder beziehungsweise er möchte daran glauben, er will uns gar nicht bescheißen. Es ist wahr, sagt auch unser Drama. Wir hätten ja eine Lüge, hätten wir sofort erkannt, wir, das Drama, aber so ein freundliches Herz, also ein zuvorkommendes Herz, das ist schwierig zu erkennen. Es war keine echte Lüge. Okay, wer ist die Person? Wie ist ihr Name? Gott sei Dank weiß ich das nicht. Die Leute hier nennen sie The Lady Driver. Sie hat ihren Namen geheim gehalten, auch vor mir. Und jetzt weiß ich warum. Wie stehen Sie in Verbindung mit ihr? Ein Freund, eine Bekanntschaft, ich weiß nicht so genau. Sie war die einzige Person in diesem ganzen Stau, mit dem man reden konnte. Sie ist auch außerdem jemand, den ich nicht verraten möchte an das Gesetz, an die Polizei, okay? Wie sieht sie aus? Eine junge Frau, gruff, weiß ich nicht, aber in einer coolen Art und Weise, gruff. Haarfarbe, fragt Kim, blue und violett, dyed, na, gebleicht, sagt er, obwohl er eigentlich nicht antworten möchte. Es war violett, als sie hier angekommen ist und blau, bevor sie wieder gegangen ist. Dyed ist, glaube ich, gefärbt, nicht gebleicht. Dann könnte sie die Haare wieder gefärbt haben, sagt unsere Logik. Okay. Wann ist sie gegangen? Verdammt, ich will nicht... Er schaut uns direkt ins Auge. Bitte, lassen Sie es einfach sein. Was auch immer sie getan hat, es kann nicht so schlimm gewesen sein. Sie ist keine schlechte Person, das weiß ich.
Wir können es nicht einfach sein lassen, sagt Kim. Es ist Teil unserer Polizeiarbeit, unserer Untersuchung. So ist das immer bei euch, oder? Alles ist Teil der Untersuchung. Er schüttelt mit dem Kopf. Das Mädchen ist in Schwierigkeiten. Wenn sie sie jagen, könnte sie das nicht überleben. Ich möchte das nicht auf meinem Gewissen haben. Dazu wird es nicht kommen, sagt Kim. Wir werden sie nicht deshalb verfolgen. Das ist reine Information, die sie uns hier geben. Das glaube ich Ihnen nicht. Glauben Sie uns. Es stimmt. Sie haben gesagt, sie ist in Schwierigkeiten. Inwiefern? Das frage ich. Sie hat die Dunkelheit in sich. Diese Dunkelheit, die eine junge Person hat, wenn sie glauben, dass alles vorbei ist und sie einen Weg raussuchen. Sie hat das mit Ihnen geteilt? Ja, deswegen möchte ich Sie auch nicht verraten. Es ist kein Verrat, es sind nur ein paar Fragen. Oder? Come on, Mann. Das Leben ist doch eh nur ein Witz. Oder man hat mir erzählt, alle haben Angst vor ihr, sie nicht? Das frage ich nochmal weiter. Ja, ich habe die Gerüchte gehört. Ich habe gesehen, wie die anderen Fahrer mich merkwürdig angeguckt haben, wenn wir miteinander gesprochen haben. Und sie hat es mir auch erzählt, dass sie ein gewaltreiches Leben hatte. Aber ich hatte keine Angst. Ich hatte keine Angst vor ihr. Ich hatte eher Angst um sie. Hat dieses gewaltreiche Leben irgendwas mit Drogenhandel zu tun? Naja, er seufzt. Es sieht zumindest jetzt danach aus. Aber wir haben darüber nicht gesprochen. Wir haben über das Leben gesprochen, wissen Sie. Sie hat über ihren Geist gesprochen. Wie jetzt ihren Geist? Ja, wie der so läuft, wie das funktioniert. Was ihr Geist, ihre Gedanken ihr für Ärger gemacht haben. Als sie gegangen ist, hat sie ihr Fahrzeug hier gelassen? Oh, fuck, Mann. Frag jemand anderen mit dem ganzen Scheiß, okay? Es gibt so viele so viele Fahrer hier, die sie nicht ausstehen konnten oder die Angst vor ihr hatten. Sie werden sehr glücklich sein, sie zu verraten. Unsere Reaktionszeit sagt, ja, da hat er recht. Es gibt andere Optionen, zum Beispiel The Raceman. Ah, The Raceman ist der am Zeitungsstand, ne? Ja, genau. Und unsere Logik erkennt noch, die grauhaarige Frau, vielleicht weiß sie etwas. Und unsere Empathie sagt, push Tommy. Wenn wir Tommy ein bisschen hier pushen, dann wird es sein Herz brechen und sein Geist. Insofern kannst du nicht mehr erwarten, dass sie irgendwie Freunde bleibt. Also, entweder können wir nochmal ihn überreden und sagen, hier, versteh doch mal, versteh meine Position, ich brauche das für die andere Untersuchung, es ist wichtig, ich kann es nicht versauen. Oder nochmal das Gleiche, aber ein bisschen härter. Oder, okay, ich lasse es erstmal bleiben und einen anderen Weg finden. Ja, man ist jetzt natürlich versucht, aber ich würde sagen, okay, du kannst erstmal in Ruhe hier stehen bleiben. Wir versuchen es woanders rauszufinden, aber wenn wir es nicht rausfinden, dann kommen wir zurück. Danke, mein Freund, sagt er und seufzt, ein großer Seufzer der Erleichterung. Und dann sagt er, wow, das jetzt fühle ich mich so, als ob ich wieder anfangen sollte zu rauchen. Das hilft bestimmt auch mit meinen Reimen, mit meiner Poesie. Okay.
Ja, noch fragen wir ihn nicht nochmal. Jetzt können wir immer noch unsere Empathie erhöhen, um auch nochmal in seine Augen zu gucken, weil das ist gelockt. Geht das eigentlich auch mit? Da habe ich jetzt natürlich nicht geguckt, aber Empathie, vielleicht haben wir irgendwo auch da zum Beispiel. Ich ziehe mal kurz die anderen Schuhe an. Jetzt gucke ich mal, ob dadurch... Oh, was ist jetzt? Warum inspiriert dich die Kunst so sehr? Fragt unser Konzept uns. Ja, das tut sie, aber was ist Kunst? Eine exzellente Frage. Kunst ist eine diversive, eine große Bandbreite von visueller, literarischer, auditory, also Geräusche, hörbarer und performativer Kreativität. Es ist ein Ausdruck der Imagination und des technischen Skills. Außerdem ist es auch Geschichte, Kritik und die pure Freude. In Kürze gesagt ist Kunst die höchste Form der menschlichen Kommunikation, der Repräsentation, der narrativen Emotion und Agency, weiß ich jetzt nicht genau, wie das zu übersetzen ist, alles miteinander verbunden. Würde ich in eine Kunstwelt passen? Hast du zuletzt mal in den Spiegel geguckt? Um ehrlich zu sein, hast du genau die Eigenschaften, die ein moderner Künstler braucht. Mit diesem wilden Haar und diesen Klamotten. Vielleicht solltest du versuchen, irgendwann ein bisschen zu schreiben. Und die Architektur zu kritisieren, zum Beispiel. Warte mal, Architektur ist auch Kunst? Natürlich nicht. Das ist Autismus. Boxen zeichnen, also Kisten zeichnen. Selbstbefriedigung mit einem Lineal und einem Sextanten oder was auch immer sie da benutzen. Du solltest diese Institutionen der Architektur auf jeden Fall kritisieren und die Eigenschaften und die Vorzüge der wahren Kunst hervorheben. Okay, warte mal, Musik, ist das nicht Kunst? Nur die ganz experimentelle Musik. Ich nehme an, ich habe mich in letzter Zeit kritisch gefühlt. Oder das ist bekloppt, Architektur ist bekloppt, Musik ist bekloppt. Nee, ich habe mich ganz kritisch gefühlt. Ja, du suchst nach einem Ausgangspunkt, nach der Grundstruktur. Also nicht irgendwie was Ausgestelltes und nicht irgendwie so komische Sozialgeschichten wie die Biennalen oder sowas. Wir reden über echte, lebende Kunst. Werde der Kunstkorb. Halb ein Kunstkritiker, halb Polizist. Okay, aber warte mal, ich muss nicht hundertprozentiger Cop sein, um diesen Fall zu beenden. Sei nicht so unentschieden. Wo willst du hin? Willst du ein unentschiedener Camp, weiß ich nicht? Also entscheide dich endlich, entweder geh zur Kunst oder geh nach Hause. Also komm, wir opten uns rein, weil wir können ja immer noch entscheiden, ob wir diesen Gedanken weiter durchsetzen oder nicht. Genau. Es ist nicht nur deine Aufgabe, die Kriminellen, die Verbrecher zu fangen, von der Straße wegzufangen. Du musst auch die Kriminellen an der Druckmaschine und in den Galerien fangen. Diese verdorbenen Künstler und Schreiber der Welt. Also, geh raus und
zerstöre sie mit deiner Kritik. Die Welt gehört dir jetzt, um sie in Stücke zu reißen und wieder neu zusammenzusetzen. Okay, cool. Wir haben noch einen neuen Gedanken. Tatsächlich ein Kunststudium in 1 Stunde 30 Minuten. -1 Perception. Ich kann diesen Scheiß gar nicht sehen. Ja, das gucken wir uns später an. Erstmal wollte ich ja eigentlich gucken, ob das sich unlockt, wenn ich einen neuen Schuh anziehe, aber das tut es nicht. Okay, dann ziehen wir unsere alten Dinger wieder an. Wir haben noch einen Kunstgedanken dazu bekommen, aber haben wir jetzt auch in unserem Level, sind wir jetzt auch, wo ist denn der Art Cop? Ach so, das muss man dann erst freischalten hier. Wir sind momentan, am größten sind wir der Sorry Cop immer noch. Naja gut, dann wäre vielleicht Art Cop und Kommunist, ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, so, schon wieder eine halbe Folge rum. Ich würde sagen, wir können jetzt entweder ins Whirling in Rex gehen und nochmal mit Morell sprechen, aber jetzt sind wir gerade dabei. Dann gehe ich mal ganz kurz. Also das ist der Raceman. Wer ist denn die Frau mit den grauen Haaren, die wir vielleicht dafür ansprechen sollen? Das, daran erinnere ich mich gar nicht. Hier sind auch schon wieder alle da. Okay, die Rallye ist... Haben die hier oben so eine Raketenabschussviech oder was? Ich kann aber nur mit ihm sprechen. Ich spreche mal mit ihm. Mal schauen, ob er uns irgendwas sagt. Er mag uns halt Looking nicht. For something, Rund? Huh? Coming to tell me to fuck off again? Ja, ich komme wieder, damit du dich, um dir zu sagen, dass du dich verpissen sollst. Genau. Okay, ich weiß, dass sie mir nicht alles erzählt haben, glaube ich. Wer ist die Lady Driver? Ich weiß überhaupt nicht, wovon sie reden, sagt ja. Als erstes, sie wissen, dass Zileng es nicht gewesen ist. Er hat irgendwas gemacht. Er hat die Sachen von seinem Arbeitgeber geklaut und außerdem den Job von einem anderen Fahrer. Sie sollten dankbar sein für den Tipp, sagt er und grinst, ein breites Grinsen. Ja, er hat das schon erwartet und freut sich da tierisch drüber. Okay, warum grinsen sie dann so? Okay, hört mal zu, ihr Klugscheißer. Ihr macht mir keine Angst. Ihr Cops, ihr habt nicht das Sagen hier in Revachol West. Und ihr habt auch nicht das Sagen in Martinez. Ihr habt überhaupt nirgendwo das Sagen. Erzähl mir einfach, wer der scheiß Fahrer ist. Okay, wenn wir nicht das Sagen haben, wer? Du oder die Lady Driver? Oder doch, haben wir. Probieren wir es mal mit ein bisschen Autorität. Haben wir. Nein, sagt Kim. Ach man, Kim, wirklich. Er dreht sich um. Er meint La Puta Madre. Der Name klingt wieder wie eine Glocke in der Luft. Ein tiefer Gong. Du kriegst ein ganz schlechtes Gefühl. Oh. Was war das? Jetzt habe ich unten nicht gelesen. Es sieht so aus, als ob Kim einen Plan hat. Lass ihn das machen. Was haben wir hier? Haben wir hier einen Punkt gekriegt oder was? Keine Ahnung. Du darfst alles machen, Kim. Für einen Moment ist der Mann ruhig. Dann spuckt er auf den Boden. Ja, ihn meine ich. Was tust du da, Kim? Lass mich das machen. Wer ist Laputa oder nee? Wir verschränken unsere Arme und nicken. Dann nehme ich an, dass sie sich auskennen mit seinen Peones. Ja, sagt er, unsicher, wo das hinführt. Das sind seine kleinen Bitches. Er hat sie in all den Gewerkschaften verteilt. Nicht nur in den Gewerkschaften.
Er hat überall Peones. Einige sagen sogar, dass er sie auch im RCM hat, bei uns bei der Polizei. Kim geht ein Stück auf ihn zu. Dreckige kleine Peones, die alles für ihn tun würden. Multiethnische Drogensüchtige. Irgendwie, also wir sind beeindruckt, glaube ich, von seiner Darstellungskunst. Kim macht das toll. Bleibt cool, Saya. Er wird immer besser. Ich sage nichts. Ihr seid keine Peones, sagt er. Ihr würdet keine Drogensache untersuchen, wenn ihr welche seid. Sein würdet. Nein, natürlich sind wir keine Peones. Aber wenn wir welche wären. Und einer von Madres Fahrern würde von ihm stehlen, dann ist es der Job eines guten Peones, herauszufinden, wer das ist. Er ist sehr gut, sagt unser Drama. Überhaupt nicht schlecht. Schau ihn dir an. Es ist kein harter Job. Es wird keine lange Zeit brauchen. Es wird Padre Madre nicht böse machen. Er schaut ihn an. Aber ein dummer, verschissener Rassist steht im Weg, der diesen verfickten Dieb beschützt. Seine Augen gehen zwischen Kim und mir immer hin und her. Ich habe keine Angst vor ihnen oder vor dem Mob. Die Lorryman und Carters Guild beschützt mich. Haben Sie die Leiche gesehen in der Keramikrüstung da hinten? Sagt er und zeigt auf den Hinterhof. Hat seine verschissene kleine Gilde ihn beschützt? Nein. Sie würden ihn nicht einfach da hängen lassen, wenn sie... Er versucht, eine neue Zigarette anzuzünden, aber seine Hände fangen an zu zittern. Sein Satz hört einfach auf. Der Lieutenant dreht sich zu uns und gibt uns ein kleines Nicken, fast nicht zu sehen. Ich habe ihn weich gekocht, so gut ich konnte. Jetzt bist du dran, um den Job fertigzustellen. Ah, weil wir irgendwann mal Go Fuck Yourself gesagt haben, haben wir ein Minus. Aber wir können fürs Half-Life natürlich nochmal was anderes anziehen. Verflixt. Ich glaube, wir müssen einmal raus und das dann machen. Und das nehmen wir. Ah, was ist jetzt noch? Wir haben die mazovanischen Sozialökonomie, die haben wir fertig gelernt. Das ist doch nicht schlecht. Ach du Scheiße, wir kriegen jetzt immer -1 Visual Calculus und -1 Autorität. Dafür nimmt jede Dialogoption, die wir nehmen, die irgendwie links gerichtet ist, gibt uns 4 XP jedes Mal dazu. Okay. Das lesen wir uns vielleicht beim nächsten Mal nochmal durch, beziehungsweise schauen wir etwas genauer drauf nochmal hier. Das weiß ich nicht, ob ich das die ganze Zeit haben will. Aber es zu vergessen kostet auch mal noch einen Punkt. Na gut. Ich würde sagen, beim nächsten Mal ziehen wir uns die anderen Sachen an und quetschen aus ihm die Sachen raus. Bis dahin sage ich erstmal, macht's gut.